Hey zusammen, willkommen zum neuen Video und es ist Spargelzeit und ich freue mich riesig, dass es Spargelzeit ist, weil ich liebe Spargel. Als Kind habe ich den zwar nicht so gern gemocht, aber ich glaube, da ging es mir ähnlich wie vielen von euch. Und ich mag ja beide, also weißen und grünen, aber der grüne ist halt super praktisch, weil man nichts machen muss. Man muss ihn einfach waschen und kann man ihn verarbeiten und er ist auch dann richtig schnell fertig. Und ihr könnt das Ganze glutenfrei auch machen, wenn ihr darauf achtet, dass die Gnocchis glutenfrei sind, also dass da kein Weizenmehl dabei ist. Leider ist das bei vielen der Fall. Und ich habe aber gesehen, im Bioladen, glaube ich war das, gibt es von Pasta Nuova glutenfreie Gnocchis. Und wer sich da auskennen kann, gerne in die Infobox schreiben, wo er andere glutenfreie Gnocchis gefunden hat, weil die sind halt ein bisschen teuer und vielleicht gibt es ja auch standardmäßige von irgendeiner Eigenmarke, die kein Weißmehl oder Weizenmehl verwenden. Das Rezept hat relativ wenige Zutaten, also ich habe versucht, jetzt nicht so viel reinzumachen. Natürlich könnt ihr da auch immer Sachen rauslassen und wenn ihr sagt, oh, ihr mögt keinen Knoblauch oder ich bin allergisch gegen Nüsse, dann lasst das einfach weg oder ihr ersetzt das durch andere Sachen, die ihr gerne esst. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Zuallererst brauchen wir Gnocchis und grünen Spargel, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Ich habe hier frischen verwendet, ihr könnt natürlich auch ganz normalen Knoblauch verwenden. Wir brauchen 2 Esslöffel Margarine und 2 Esslöffel Olivenöl. Außerdem brauchen wir eine Handvoll Walnüsse. Zuallererst entferne ich die trockenen Stiele des grünen Spargels und schneide ihn dann in kleine Stücke, die dürfen aber ruhig so 2 bis 3 cm lang sein. Dann schäle ich die Zwiebel, das war ein bisschen mehr Arbeit. Und teile auch die in 2 Hälften. Ich mag die Zwiebel immer gern unterschiedlich geschnitten und in diesem Falle habe ich sie einfach in Streifen geschnitten und habe sozusagen später lange Zwiebelstreifen. Jetzt stelle ich den Knoblauch. Ich hatte hier sehr einen ungünstigen frischen Knoblauch. Da waren die Zehen super klein, weil so viel Schale außenrum war. Deswegen habe ich hier ein paar mehr Zehen verwendet. Insgesamt kommt es aber auf eine normale Knoblauchzehe. Den schneide ich ganz klein. Ich mache das mit dem Messer. Und jetzt gebe ich das Olivenöl in die Pfanne und stelle den Herd auf mittlere Temperatur. Und anschließend noch die 2 Esslöffel Margarine. Dann gebe ich den Spargel hinzu. Und die Zwiebeln und rühre einmal um. Lass es so ein bisschen anbrutzeln, bevor ich die Gnocchis anschließend dazugebe. Und den Knoblauch dann auch. Und rühre das Ganze auch nochmal um. Die Walnüsse zerbreche ich einfach mit der Hand ein bisschen und gebe sie in den Wok dazu. Anschließend würze ich noch mit Salz und Pfeffer, je nach Geschmack. Und lasse es so lang kochen, bis die Gnocchis weich geworden sind. Und schon ist das Essen fertig. Ich richte es auf den Teller an und gebe anschließend noch ein bisschen Mandelparmesan darauf. Fertig! Das war wirklich schnell und ich liebe ja Mandelparmesan, deswegen mache ich da auch noch so ein bisschen Mandelparmesan drauf. Und wenn ihr Gefallen an dem Gericht gefunden habt, dann kocht es gerne nach und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch kostenlos, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Ansonsten wünsche ich euch guten Appetit und wir sehen uns im nächsten Video.